Servus, liebe Freunde, halli, hallo, herzlich willkommen zurück. Wir starten als erstes mal hier den Helfer. So, dann lassen wir den auch ja erstmal durcharbeiten. Ich möchte nämlich ganz gern hier unten dann loslegen. Und zwar, gerade mal gucken, da ist er ja, ne? Wir wollen nämlich hier mal wieder mit unserem kleinen Farmall ein bisschen was arbeiten. Feld 2021, das müssen wir ja dementsprechend jetzt erstmal grubbern. Wenn wir es gegrubbert haben, dann können wir es auch einsehen. Und da der Kleine ja ein bisschen betagt ist, aber trotzdem ein super Gerät, was mir eigentlich innerheimlich gut gefällt. Ich mag den kleinen Hobbitouch. Ja, behalten wir den natürlich. Wir sind schon 6,5 reale Stunden hier gefahren mit dem Ding. So, ich hoffe, ich habe mich jetzt hier nicht zu blöd hingestellt. Da gehe ich aber trotzdem lieber auf die Außenansicht, weil ich glaube, das könnte ein bisschen eng werden sonst, wenn ich hier einfach so nach Gefühl durchfahre. Funktioniert aber so. Alles klar. Gut, ich hätte natürlich auch einfach hier rumgucken können. Das hätte auch gepasst, aber okay, so kriegen wir das auch hin. So, genug rumgewackelt. Jetzt geht's los. Wir fahren, wie gesagt, runter zum Feld Nummer 20. Starten hier den Grupper. Oben der Grupper dürfte bis dahin durch sein. Dann kann der an das Feld Nummer 6. Wir starten dort die Einsaat und bringen auch hier dann die Sämaschine schon mal in Position sozusagen. Dann können wir oben auch gleichzeitig düngen. Also wir werden heute unser Multitasking noch ein bisschen weiterführen. Haben ja von dem Punkt her auch noch einiges zu tun. Nicht zu vergessen natürlich Feld 36. Ja, da geht es jetzt auch in den Endspurt. Nur noch 3 Ingame-Stunden. Dann ist das Feld zur Versteigerung frei. Beziehungsweise, ja, läuft die Versteigerung aus eher. Und ich hoffe, dass wir das dann auch zu einem Schnäppchenpreis kriegen können. Denn dort möchte ich ja so nach und nach meine Solarmodule mal aufbauen. Ne? Also Feld 36 wird unser Solarfeld. Und ich freue mich schon riesig drauf, muss ich ehrlich sagen. So, den starten wir, wie gesagt, jetzt hier gleich erstmal. So, einmal in die Natur, wo ein Traktor mit gutem Gerät hingehört. So, starten wir mal von hier oben. Der Grubber ist ja klein und wendig. Gerade mal gucken, dass wir das hier hinkriegen. Oh, noch ein Stückchen ranfahren. Ich denke mal, das dürfte so genau passen. Alles klar, einmal den Helfer ansetzen. Kurz nochmal gucken, ob er alles schön sauber aufnimmt. Ja, das passt ja wie am Scharnürchen. So, der ist auf der letzten Spur. Das heißt, während der da seinen Endspurt macht, starten wir hier schon mal die Zündung. Kann hier schon mal ein Stückel vorfahren und auch hier den Helfer reinlaufen lassen. So, dann ist das nämlich auch erledigt. Gucken, hat er auch rechtzeitig gestartet. Jawohl, nicht, dass wir da noch irgendwie dann ein Problem kriegen. So, dann spurten wir rüber, schicken den auf Feld Nummer 6 jetzt zum Grubbern schon mal. Und dann können wir eigentlich sogar schon mit dem Güllestreuer anfangen, die Felder hier oben zu düngen. Da hätten wir das nämlich auch gleich erledigt. Das heißt, einmal hier einsetzen, Zündung ran, klappen wir natürlich zusammen, Rundumleuchte an. Wir wollen ja schließlich keinen Ärger haben. Gucken, kommt da einer? Nö, alles frei. Perfekt. Und dann können wir loslegen. So, Freundin hat gerade eben nochmal geschrieben. Ja, wie gesagt, es geht hier rund im Moment bei mir. Bei den Eltern im Haus sozusagen hier Pool vorbereiten und alles drum dran. Den Garten sommerfertig machen. Gleichzeitig, ja, das Haus ist ja jetzt soweit unter Dach und Fach. Notarvertrag ist auch schon gemacht. Da sind wir auch schon fleißig am Umbauen. Deswegen hat es jetzt hier nochmal gerade geklingelt, weil sie jetzt von der Arbeit natürlich wissen will, wie weit komme ich denn hier mit allem, weil ja die Aufnahmen natürlich noch parallel laufen. Ne? Ihr habt es ja auch gesehen auf der Homepage, wo links ja auf der Startseite von YouTube von meinem Kanal konntet ihr auch genau erkennen, dass ich ja, wie gesagt, den Sendeplan umgestellt habe. Das war auch für uns ganz wichtig, denn ansonsten hätte ich das gar nicht hingekriegt mit Aufnehmen und allem drum dran. Da nochmal danke für euer Verständnis. Ja, der dreht wieder gut böse. Gucken, kriegen wir den trotzdem einigermaßen gedreht. So, ja, ich glaube, das reicht schon fast. So, das sollte hinhauen. Dann können wir nämlich hier drehen. Ja, und dadurch, dass wir natürlich jetzt nur 2 Folgen pro Tag haben, habe ich natürlich auch ein bisschen bessere Zeit hier, um mich auch um die privaten Sachen zu kümmern. So ein Haus kauft man ja nicht jedes Jahr und so ein Umbau ist ja auch nicht ganz ohne. Vor allem in dem Fall ist es halt sogar eine komplette Sanierung. Das Haus aus dem 19. Jahrhundert, wie gesagt, die Elektrik komplett neu. Da werde ich nicht ein einziges Kabel benutzen, was jetzt schon drin ist, außer der Zuleitung von der Stadt. Das heißt, ab da muss ich alles tutto completo neu machen. Ja, da ist natürlich ein bisschen Arbeit, aber denke mal auch kein Problem für einen Elektriker, sollte das machbar sein. So, hier back to the Thema. Die Sämaschine ist fleißig zu Gange. Wir können, wie gesagt, das Feld Nummer 9 schon mal düngen. Oh, okay,
Okay, der fährt sowieso geradeaus. Dann können wir hier schon mal den Abzweig nehmen. Da warten wir jetzt mal gerade, bis der gedreht hat. Ich glaube, das macht es dann auch für beide Seiten etwas einfacher, als wenn ich mich da jetzt irgendwo chaotisch durchwusel. So, perfekt. So, hier können wir schon mal ausklappen. Wie gesagt, mega, mega, mega Arbeitsbreite. Deswegen können wir hier auch schon mal schauen, dass wir hier optimalerweise uns richtig gut aufstellen. Man könnte sogar fast das Ganze mit einer Spur düngen. Aber ich glaube, dann bleibt nur ein kleiner Streifen übrig. Also wir machen das lieber so. Wir haben Naturdünger in Hülle und Fülle. Ich denke mal, das ist dann kein Problem. Gehen wir auf die Fahrstufe 2 und starten hier. So, das geht ja wie gesagt ratzefatz. Das ist ja einmal hoch, einmal runter, fällt fertig. So, das ist schon erledigt. So, und haben auch eigentlich gar nicht so viel verbraucht bis jetzt, ist klar. Bei der kleinen Fläche ist das kein Wunder. So, hier werden wir jetzt mal die Restspur machen. Auch wieder Fahrstufe 2. Einmal starten das Ganze. Ich fahre jetzt mal gezielt hier schon mal ein bisschen schräg rüber. Weil ich will nämlich mal probieren, ob wir vielleicht dann gleich die Spur hier drüben sozusagen mitmachen können in einem Durchmarsch. Jawohl. Düngestreuer wieder einschalten. Also sprich Güllestreuer. Und ein Stückchen nach rechts vielleicht, so, dass wir hier nicht auf einmal noch Lücken an den Seiten haben. Und ihr seht, wir kommen da schon richtig gut voran. Ich denke mal, der Grupper wird jetzt unten auch schon ein bisschen Vorlauf machen. Dann können wir nämlich auch da bald die Sämaschine einstellen. Ich habe die nicht vergessen, ich will die nur jetzt, wie gesagt, noch nicht direkt ansetzen. Weil ich glaube, das wird böse. Die Sämaschine deutlich schneller als Grupper, ist klar. So, hier können wir zum Glück den kurzen Weg nehmen. So, jetzt hier vielleicht so ansetzen, das sollte passen. Da warten wir jetzt aber mal kurz, bis der noch gedreht hat, weil dann haben wir nämlich hier auch sogar schon das halbe Feld gedüngt. Okay, der ist gleich durch. Wunderbar. Perfekt, so, jetzt können wir nämlich auf die Fahrstufe 2 gehen und können das Ganze hier auch entsprechend starten. Oh, lassen den noch einlenken. Ach, das klappt ja perfekt hier. Ach, heute bin ich richtig happy. Es läuft alles richtig gut, sowohl privat als auch hier beim Spielen. Und ihr merkt das wahrscheinlich auch. Das macht dann auch gleich wieder doppelt so viel Spaß aufzunehmen. Denn das Spiel selbst macht mir auch noch Spaß. Da wurde ich nämlich auch schon gefragt. Hier, hör mal zu, du hast jetzt 400 Folgen gemacht. Wird dir das denn nicht irgendwann langweilig oder sowas? Kurz drüber nachdenken. Nö, klare Antwort. Nein, ich habe immer noch riesen Laune an dem Ding. Und werde die auch so schnell nicht abgeben. So, hier den lassen wir jetzt mal stehen. Machen kurz mal die Zündung aus. Wechseln nämlich mal jetzt hier runter. Da, glaube ich, müssen wir zu dem Traktor. Nee, das ist der Kartoffelleger. Huh? Ups, hallo? Wo ist mein Maiskollege? Ah, der ist nebendran. Okay, also Traktor richtig, nur Anhänger falsch. Das heißt, lassen wir einfach mal den Kartoffelleger da stehen. Kuppeln mal kurz entsprechend die Einsaatmaschine für den Mais an. So, können wir am besten von hier innen gucken. Ja, da haben wir nämlich auch wunderbar das Ganze. Gucken wir gleich mal, wie da der Stand ist. Mal kurz ankuppeln. Ja, noch 11% ist nicht der Welt. Bin ich gerade am überlegen. Ja, dann werden wir hier kurz mal rüberfahren. Werden wir die doch nochmal schnell auffüllen. Einfach nur der Form halber. So. So viel geht da ja nicht rein, aber ist dann schon schöner, wenn wir hier mit einer vollen Maschine arbeiten. Ich weiß es gar nicht. Im 15er ist ja so, dass wenn es nachgekauft wird, dass es dann mehr Geld kostet. Müsste man jetzt eigentlich auch hier mal versuchen rauszufinden. Wenn jemand da von euch schon Erfahrung gemacht hat, schreibt es mal in die Kommis rein. Das wäre wirklich mal interessant zu wissen, ob es auch hier diesen Zuschlag sozusagen gibt, wenn es der Helfer nachkauft. Obwohl, es leert sich ja nicht. Also der kauft es ja so oder so nach, ne? Ja, stimmt. Das ging, glaube ich, nur über den Mod, dass dann auch die Maschinen entsprechend das Ganze verlieren. Also war das jetzt eigentlich unsinnig. Na gut. Okay. Hat sich gerade erledigt. Ja, ihr könnt dann höchstens in die Kommentare reinschreiben. Alter, du machst 400 Folgen, weißt immer noch nicht, wie das Spiel geht. Nicht gut, gar nicht gut. So, ab zum 2021er, wie gesagt. Wir werden jetzt hier erstmal schauen, dass wir das Ganze noch eingesät kriegen. Mal gucken, wie weit wir heute noch kommen. Wir sind ja an vielen, vielen Baustellen hier gleichzeitig am Arbeiten. Ja, und ihr seht schon, Gruber braucht da doch ein bisschen länger. Klar, der Kleine ist natürlich sehr, sehr, fast überfordert, beziehungsweise natürlich langsam zugange. Da ist schon die Überlegung, ob wir überhaupt jetzt schon die Sämaschine starten sollten oder noch nicht. Weil ich glaube, das wird dann, glaube ich, eher etwas eng. Dann lassen wir das mal so, wie es ist. Gucken wir mal gerade hier. Hier ist die Einsaat auch schon fertig. Mann, das geht aber auch schnell. So, gut. Die kleinen Felder laufen natürlich Bombe. So, dann flitzen wir mit dem auch gleich mal rüber.
Denn Feld Nummer 6 dürfte auch gleich fertig gegrubbert sein. Das heißt, auch hier können wir dann schon mal mit der Einsaat starten. Ups, gerade an die Maus gekommen. So. Ja, das sieht gut aus. Der Grubber hat ja, ja einen PS-starken Traktor vorne dran. Da gibt es ja dann gar kein Problem mit. Der ist, glaube ich, auch vom Zeitlichen schon ganz gut vorgelaufen. Ja, klappen wir hier schon mal aus. Mit der 6 Meter Seemaschine müsste das eigentlich dann auch ohne Probleme machbar sein. Ja, ich denke, hier können wir schon mal starten. Also hier den Helfer rein. Wir springen mal rüber zu unserem Radlader. Ja, auch hier Motor bitte starten, genau. Wäre natürlich ein Riesenvorteil. So, hier links die zwei Silos haben wir ja fertig gemacht. Wir haben aber jetzt hier natürlich noch das eine große Silo, in dem wir schon wieder unseren Güllevorrat aufpushen können und natürlich auch unsere Finanzen noch ein bisschen hochschrauben. Ne? So, das heißt, wir werden jetzt hier schon mal ein bisschen voll machen. Wunderbar. Und wir sehen, es ist hier noch genug drin, über 210.000 Liter. Das ist absoluter Hammer. Das heißt, da kriegen wir auch nochmal richtig dick Geld rein. Und da vorne warten ja auch schon wieder knapp 200.000 Liter. Also es geht einfach richtig rund hier im Moment. So, hier ruckelt es ein bisschen. Ist die Frage, ist es jetzt nur wegen der Ansicht von dem? Ja, das scheint nur so ein Perspektivenproblem zu sein. So, hier füllen wir gleich mal wieder nach. Dass die BGA, wie gesagt, auch ein wenig Arbeit hat. Ja, die wird jetzt dauerhaft Gülle für uns produzieren können. In dem Punkt ist es natürlich ein Riesenvorteil. Dann können wir unseren Tank hochpushen. Feld 7 ist ja auch bald mit der Ernte fällig. Das heißt, da brauchen wir dann auch wieder einen Haufen Dünger. So. Und zum Schluss würde ich dann sagen, werden wir jetzt gleich noch das Feld Nummer 8 düngen. Dann ist das nämlich auch abgeschlossen. Der Gruber dürfte jetzt gleich durch sein. Wenn ich es eben richtig aus den Augenwinkel gesehen habe, war das schon die letzte Bahn. So, dann haben wir nämlich hier oben das Dreier, die Dreiergruppe auch schon fast fertig. So, das passt. Einmal hier rein. So, damit hat die auch erstmal wieder ein bisschen Arbeit. Alles klar, Zündung aus, perfekte Mente. So muss das laufen. So, der hier, ach nee, der hat noch ein bisschen mehr zu tun. Okay, aber auch keine Schwierigkeit. Wir können dann derzeit hier schon mal mit dem Düngen weitermachen. So, mal gucken. Ich soll gleich rumkommen mit der Geschichte. Ich glaube, das dürfte ungefähr passen. Wir machen mal die Fahrstufe 2 rein. Und auch gleich hier die Güllestreue wieder eingeschaltet. Dann haben wir das nämlich auch noch heute erledigt und haben eigentlich nur noch Feld 6 dann. Das ist dann nicht mehr so allzu groß. Ich denke mal, das kriegen wir dann ohne Schwierigkeiten in der nächsten Folge spätestens auch noch hin. So. Okay, einmal ausschalten. Kurz ein Stückel zurückstoßen. Weil ich möchte natürlich auch nicht unnötig sozusagen mit dem Gestänge da in den Felsen hängen bleiben. Oh, ouch. Ah, na, Textur sieht schon ein bisschen interessant aus. Da muss man natürlich Obacht geben. Ansonsten notfalls einfach zusammenklappen, wenn das sozusagen der Platz fürs normale Drehen nicht hergibt. So, dann ist das fertig. Wie gesagt, Feld 6 noch. Da gucken wir mal. Das müssen wir sogar mit dem einen, mit der Wagenfüllung hier noch locker hinkriegen. Weil wir haben jetzt die Hälfte verbraucht. Das müsste aber von der Fläche eigentlich passen. Das heißt, wir werden auf alle Fälle schon mal hier das Ganze zusammenklappen. Jetzt mal langsam zum Drehen vorbereiten. Ich hoffe nur, dass der jetzt von der anderen Seite gerade... Aber das geht aber noch. Haben wir trotzdem noch gut rum. Oh, passt ja auch perfekt. Alles klar. Gut. Besser geht's nicht. So, was natürlich noch besser ginge, wäre, wenn wir mehr Zeit hätten. Aber die haben wir leider nicht. Ich sehe nämlich gerade, dass unsere Zeit sich schon wieder dem Ende entgegenneigt. Das ist schade. Allerdings sind wir heute gut vorangekommen. Die eine Seite läuft. Grubbern ist hier oben dem Bereich jetzt gleich tutto completo fertig. Genau, denn der Helfer hat gerade eben seine Arbeit beendet. Da fallen wieder die Autos vom Himmel. Ja, da wurde gerade ein weißer Kombi gespawnt. Auch nicht schlecht. So, und dann werden wir also in der nächsten Folge den Grubber noch wegräumen, hier oben noch düngen, die Einsaat zu Ende bringen und uns natürlich auch um das Feld 21 weiter kümmern. Da schauen wir jetzt gerade mal, wie weit er ist. Okay, nehme ich hier mal kurz raus. So, da machen wir auch jetzt mal gerade die Zündung aus, dann ist das auch fertig. Und was noch fehlt ist, nee, der nicht, sondern der da bitte. Genau, der setzt gerade die neue Spur an, das ist auch schick.
So, nehme ich auch hier mal den Helfer raus und mache die Zündung aus. Sag, dass es das für heute war. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr könnt dann dementsprechend morgen oder in der nächsten Folge auch wieder mit zuschauen. Freue mich drauf. Sag danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Servus und tschüss.